Hello there. Hi. I didn't see you there. Mark. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Mark. Ich bin weit herumgekommener Glücksspieler. Svantes, bist du? Ich bin überhaupt kein Glücksspieler. Hast du dich schon mal an Sportwetten versucht? Nee, habe ich überraschenderweise nicht. Es ist einer meiner Freunde. Hat einmal eine Fußballwette gemacht. Okay. Hat auf das Team getippt, irgendwie das 1-0 geführt hat. Und das Team hat dann 2 Gegendore gekriegt, hat 1-2 verloren. Marcel hat alles verloren. Oh, jetzt habe ich gesagt, wer es war. Oh. Well. Grüße geht raus. Es war klug von mir. Wow. Wow. Bin mir nicht sicher, ob ich die Aufnahme nicht neu starten sollte. Ach was. Passt okay, schon. Der ist okay damit. Der hat damit bestimmt keine Probleme. Es ist eh nicht der Marcel, von dem ihr denkt, dass er es ist. Wir reden eh über einen anderen Marcel. Aber ja. Logischerweise. Ja, natürlich. Sollte vielleicht meine Pokémans heilen. Habe ich noch einen Trank? Ja. Unos Trankos. Das ist unfassbar. Jetzt hat Svante seine 5-Cent-Stücke nicht. Jetzt spielt er mit Kronkorken rum. Lass mich. Irgendwie muss man beschäftigt bleiben. Ne, sind dir meine Let's Plays zu langweilig? Ist es das, was es ist? Ich bin nur zum Reden hier, okay? Du bist hier, um zu Let's Playen, Svante. Ja. Du bist hier, um zu Let's Playen und die Leute zu unterhalten. Ich bin hier. Und mit die Leute bist auch du gemeint. Also unterhalte dich jetzt selbst. Ich bin hier für ein Meme-Review. Was für ein Meme wollen wir reviewen? Was gibt's denn aktuell für aktuelle Memes? Was ist denn? Dude. Nein. Nein, das ist. Nein. Nein, 0 von 10. Was gibt's denn? Despacito. Das Despacito ist ein sehr gutes Meme. Du weißt, wo die Tür ist. Geh bitte. Nee. Nee, echt. Nein! Ah, oh, jetzt Slymog! Wenn ihr der Meinung seid, dass das passiert, immer noch ein tolles Meme ist, dann gib dem Video jetzt einen Daumen hoch. Der Moment, wenn du dieses Video in 2022 guckst und schon ganz vergessen hast, dass so etwas wie Despacito existiert und dann auf diese brutale Art und Weise an diese schreckliche Zeit zurückerinnert wirst. Wenn du das Video in 2020 guckst und dir einfällt, ach stimmt, es gab mal einen Teil 1 von Despacito und nicht nur Despacito 35. Despacito the Movie. What is this, the Emoji Movie? But way worse. Oh Gott. Mal überlegen, was gibt's sonst noch momentan für tolle Memes? Was siehst du denn zurzeit dir gerne für Memes an? Ich sehe halt, was auf Instagram auf mich zukommt. Alter, dieser Stunlock ist einfach so unfair. Und jetzt geht die Attacke daneben. Okay. Ausnahmsweise, ich gebe dir den Punkt. Aber Slymog ist auf der anderen Seite auch noch paralysiert. Das heißt, es gibt nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht angreifen kann. Es ist schon, First Gen war schon balanced. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Top. Oh, Level 27. Ich brauche auch, um die Top 4 zu schaffen, werde ich nur ein Wasser-Pokémon mit Eisstrahl brauchen. Oh, Giftblick kann gelernt werden. Nein. Du möchtest keinen Giftblick erlernen. Giftblick sagt. Was würdest du sagen, macht Giftblick? Nun, Giftblick vergiftet. Falsch! Es paralysiert den Gegner! Ja, ich weiß es auch nicht! Ja, ist halt so. Ja, gut. Ach, jetzt ist der Wackelkontakt. Ja, du merkst den Wackelkontakt in den Kopfhörern. Wir brauchen vielleicht neue. Und mit wir meine ich mich. Ja. Die Problematik ist, dass morgen Feiertag ist. Hast du gesehen, wie ich dieses Slimer gestunlockt habe? Ja, war sehr schön. Von 100 auf 0, let's go. Das ist die Sprache, die ich spreche. Spaghetto ist der Boss.
Ich habe verloren. Das ist nicht logisch. Außerdem habe ich eine gespaltene Persönlichkeit. Nein, ich habe einfach nur zwei Stimmen. Zwei Zungen? Ist der eine Schlange? Ich bin im Stimmbruch. Aber genau in dem Moment des Stimmbruchs, wo du zwei Stimmen hast. Du hast deine alte und deine neue Stimme. Ganz genau. Das ist dieser eine Punkt. Kennt ihr auch? Ja. Hat jeder von euch, auch die Frauen. Jeder. Ja, Frauen haben auch bekanntlich ein Stimmbruch. Es ist bloß nicht so auffällig wie bei Männern. Denn bei Männern ist es halt so, die wechseln von Oh, hallo, mein Name ist die Alexalt und herzlich willkommen zu meinem ersten Fortnite Let's Play. Heute versuchen wir Victory Royale zu kriegen. Zu Hey, was geht? Mein Name ist Alexalt. Ich bin ein männlicher Mann. Wir spielen jetzt God of War und hören Slayer im Hintergrund. Ja! Und heute trage ich Cornrows und höre Korn, während ich Corn Dogs esse. Hab ich Korn schon erwähnt? Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Yay! Yeah. Ich bin eine Frau und rede über die Auswahl beim Einkaufen. Das Spiel ist nicht sexistisch. Überhaupt nicht. Ich werde übrigens mal schauen, dass ich offscreen den einen oder anderen Trainer hier besiege, weil das ist... ich will jetzt nicht die ganze Folge damit verbringen, Kämpfe zu machen und... Aber wieso nicht? Es ist sehr, weil es sich so zieht und es ist unspannend, weil ich die Kämpfe eh gewinne. Dann muss ich zwischendurch nochmal Pokémon heilen gehen, dann kommen wir nicht vorwärts im Let's Play und dann ist... Oh no. Prismania City! Woo! Let's go, boys. Where are we dropping, boys? Geh bitte. Ach, ich wollte mal den Hardlock zeigen. Ja. Und zwar Bedingungen für diesen Hardlock sind, dass du sämtliche Trainer besiegt hast. Okay. Also du musst jeden Trainer besiegt haben. Okay. Jetzt, kaufst du ganz viele Sachen, bis du kein Geld mehr hast. Mhm. Verkaufst diese Sachen wieder. Mhm. Kriegst dafür aber nur die Hälfte des Geldes. Ja. Das machst du so lang, bis du nur noch 50 Poké-Dollar hast und kein Item mehr. Okay. Du brauchst, um hier durchzukommen, der... Ich bin so durstig. Halt, stopp, der Durchgang ist gesperrt. Der braucht ein Getränk. Ja. Besagtes Getränk musst du aber im Kaufhaus kaufen. Du hast aber dadurch, dass du alle Trainer bereits besiegt hast, keine Möglichkeit mehr, an Geld zu kommen. Ja, du hast aber auch dadurch, dass du kein Geld mehr hast, überhaupt keine Möglichkeit, an dieses Getränk zu kommen. Oh. Ja gut, das ist ein bisschen unpraktisch. Das ist ein bisschen sehr unpraktisch. Und es endet halt damit, dass du nicht weiterspielen kannst. Du kommst nicht weiter, weil du nicht nach Saffronia City kommst und den Orden nicht machen kannst. So, hier müsste ich richtig sein. Hast du Steine? Ja, du hast Steine. Give me them Thunderstone. Thunderstone! Thunder! Thunder! So, hier kriegen wir nämlich... Ah. Ich höre wieder was. Komm, der kriegt eine Limo. Ich kann keine Items mehr tragen. Gen 1, please. Es sind alles Items... ich kann, logischerweise. Moment. Ich glaube, das ist das Einfachste. Hey, Onigiri entwickelt sich. Glückwunsch, dein Pikachu wurde zu fettes Pikachu. Es hat sogar einen Blitz an seinem Schwanz. Eine Flasche Limonade liegt im Schacht. Ach, das mit dem Hardlock haben die übrigens in Remake so gefixt, dass du von einer alten Frau hier Tee geschenkt kriegst, der ein Basis-Item ist, den du also nicht einsetzen kannst. Ah, das ist super spannend. Und du kannst ihn auch nicht verkaufen, vermute ich. Ja, richtig. Was wollte ich machen? Ich wollte, ist jetzt der Kopfhörer komplett im Arsch? Nö, der mit ein bisschen hin und her trommeln. Ich kann dir auch den Soundtrack vorsingen. Guck mal, da ist Relaxo. Ach, wie niedlich. Was schläft? Wenn man das aufweckt, muss man es dann noch bekämpfen? Ja. Ist das eine Möglichkeit, etwa einen Snorlax einzufangen? Ja. Nice. Wollen wir es dann einfangen? Ja. Sehr gut. Vermutlich schon. Wobei, ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht. Brauchen tue ich es eigentlich nicht. Na und, es ist ein Snorlax. Man kann immer ein Snorlax gebrauchen. Du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemandem davon. Du bekommst doch etwas von mir. Du hast keinen Platz mehr. Dann musst du einfach so schweigen. Kann ich nicht irgendwas... Keine Ahnung, ist mir jetzt egal. Ich will nur Fliegen haben. Weil Fliegen tatsächlich auch eine recht potente Attacke ist. Haha, Herr Daro hat Potenz gesagt. So, dann kriegt Vogel erstmal Fliegen beigebracht. Und welche Attacke soll weggenommen werden anstelle Fliegen? Vermutlich der Sandwirbel. Auch wenn Sandwirbel eine ziemlich arschige Attacke ist. Hm. So, und dann können wir können auf jeden Fall schon mal Dingsgedöns. Was wollte ich sagen? Wir können die Limonade schon mal abgeben. Jo. Kriegen dadurch einen freien Platz im Inventar. Können auch... Ja, du kannst wieder ein Poké-Center gehen und einige Sachen wieder... Weißt du, was mir gerade einfällt? Was fällt dir gerade ein? Hab ich das... Doch, ich hab das Fahrrad geholt. Ja, hast du. Das Fahrrad ist in deinem Inventar. Ich wollte gerade sagen, ich war in Azuria City und hab das Fahrrad nicht abgeholt, aber ich hab das Fahrrad abgeholt. Gut, dann schnippeln wir uns hier durch. Yay! Ich meine, du kannst theoretisch in Poké-Center gehen und ein paar unnötige Sachen wieder auf deinen PC bunkern. Ja, zum Beispiel die ganzen VMs, die ich schon eingesetzt habe. Das ist zum Beispiel eine gute Idee. Das ist... Weißt du, was wir uns kaufen können? Was können wir uns kaufen? Oh, jetzt ist natürlich die schwere Teambuilding-Frage, ne? Oh. Die Frage ist, brauchen wir Kraut? Kraut hat Zerschneider. Kraut hat Zerschneider. Spaghetto brauchen wir. Ja, Spaghetto brauchen wir. Sushi könnten wir. Sushi? Nee, Sushi kriegt später Eisstrahl. Okay. Brauchen wir für die Top 4. Entwickelt. Okay. Onigiri brauchen wir, Suppe brauchen wir, Vogel brauchen wir. Ich hätte mir sehr gerne entweder einen Dragoran. Können wir vielleicht Vogel mit ersetzen? Vogel hat jetzt gerade fliegen lernen. Richtig, Dragoran kann auch fliegen lernen. Okay. Ich hätte halt saugern Porygon im Team. Aber Porygon ist fucking useless. Aber Porygon ist ziemlich cool. Dann müssen wir das lassen. Und eben Dragoran. Ja. Nein, ich wollte nicht auf Bills PC. Bin ich eigentlich boosted? Item ablegen. Wie wär's, wenn du ja da VM5? Den Top-Trank. Will ich vermutlich auch bis zur Liga aufheben. Oh, und da muss ich mal die ganzen TMs durchgehen und schauen, was die sind. Ein Äther. Nein, ich wollte beide ablegen. Muss ich mal schauen, was das ist. Also, weil Äther werde ich vermutlich eh erst in der Liga brauchen. Okay. Werd recht viel erst in der Liga brauchen. Jetzt ist die Frage, gehen wir zuerst, das musst du mir sagen, nach Saffronia City, machen da alles, was wir kriegen. Oh, fuck, da kriegen wir auch noch ein cooles Pokémon. So ein Nocturne. So ein was? Ein Nocturne. Okay. Das im Team. Oh, es ist so hart, Freunde. Es ist so hart. Ja, fast so hart. Wie nein. Mein wir machen. Bizeps. Wir machen zuerst hier die Arena. Das ist ein guter Plan. Doch, das halte ich für einen sehr guten Plan. Ja, wir machen Arena. Ich wollte auch noch ein Arcani im Team haben. Du musst einfach dein gesamtes Team jetzt austauschen. Ja, so sieht's aus. Dann kannst du erstmal wieder in die normale Ebene gehen und deine. Pokémons dann nochmal aufleveln. Mann. Oh, ich bin hier falsch. Ich bin hier definitiv falsch. Oh no. Bam, 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 Moment. Das ist das Haus. Nein, das bringt uns nichts. Welcome to my house. Hier kriegen wir.
Unter der Spielehalle befindet sich ein Keller. Das ist nicht der, mit dem ich sprechen wollte. Da wollte ich mit dem hier sprechen. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Jetzt ist Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier, das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Ein Münzkorb. Warum isst du in einem Restaurant, wenn du pleite bist? Die Tatsache, dass du pleite bist, könnte auch an deinem Missmanagement deines Geldes liegen. Er isst da nicht. Er sitzt da nur. Er ist so die Art von Kunde, der sich irgendwo hinsetzt und die ganze Zeit sagt, überlegt noch, was er sich kaufen möchte. Und dann einfach geht. Ja. Achtung, bist du bereit, den Spanner-Opa zu treffen? Ja. Hehe, diese Arena ist voller Frauen, sagt er, während er am Fenster steht. Ja, wenn er Spaß dabei hat, lass ihn doch. So, hier würde ich sagen... Ich meine, wir können jetzt unser neues Onigiri ausprobieren gleich. Nein, dazu muss ich... Ach so, ja, nee, richtig. Ich habe Onigiri gerade mit Sushi verwechselt. Ja. Mist. Dann muss ich auch zwischen den Folgen mal schauen, dass ich ein bisschen die Pokémon wieder auf den aktuellen Stand bringe. Jetzt kann ich ja auch Sushi ein bisschen hochleveln. Yay. Yay, Bühne frei für Sushi. Hast du... Way of Sushido gesehen? Nee, habe ich nicht. Das ist ein Spiel, das demnächst für die Switch rauskommt. Das, okay. Ach, stimmt. Sah recht interessant aus. Ich bin mal gespannt. Ich hab's bei der Nintendo Direct gesehen. Ja. Sah recht lustig aus. Oh, apropos, bald ist ja E3. Bist du hype? Ja, sowas von hype. Ich bin so hype. Es wird so viel geiler als letztes Jahr werden. Letztes Jahr war schon ziemlich gut. Ja, letztes Jahr war ganz okay. Letztes Jahr war sehr solide. Ja, ich meine, das Traurige bei der E3 ist halt, dass langsam die Videospiel-Publisher wegrennen, weil die alle lieber ihr eigenes Zeug machen. Ich meine, Nintendo... Ja, Nintendo hat ihr Treehouse, Sony hat ihr eigenes Event. EA hat auch sein eigenes Event. EA hat das Event. Das letzte EA-Event war ja mal so... das vorletzte. Battlefield 1 ist ja schon seit 2 Jahren draußen. Das vorletzte Battlefield-Event war ja sowas von geil, als auch noch Snoop Dogg und so weiter mitgekämpft haben. Und Snoop Dogg einfach so bekifft war. Drogen sind schlecht, Kinder. Dass er wieder nichts gerafft hat. Aber dass zwei Let's Player, die ich gerne gucke, einerseits Neebs Gaming, und andererseits Stone Mountain war es, glaube ich, haben gegeneinander gespielt. Und es war relativ lustig. Denn Neebs Gaming, die sind eben dadurch bekannt, dass sie eine animierte Zeichentrickserie rausgebracht haben namens Battlefield Friends. Kann ich jedem empfehlen. Das kenne ich tatsächlich, ja. Ja, kann ich jedem empfehlen, ist sehr lustig. Und die sind eben auch Neebs Gaming. Aha. Und die haben halt da auch einen Trailer gemacht. Alter, darf ich heute bitte auch noch angreifen? Wo sie versucht haben, sich eben zu beweisen, dass sie das bessere Team sind. Und es war relativ lustig, denn sie haben den Trailer von Battlefield 1 genommen. Und jedes Mal, wenn es einen Moment gab, wo ein Gegner besiegt wurde, hat eben der Noob, oder wie er eben genannt wird, Neeb, hat jedes Mal gesagt, dass das Stone Mountain ist. Da gab es die eine Szene im Battlefield 1 Trailer, wo das eine Flugzeug in einen Turm reinkracht. Und dann hat eben Neve gesagt, you see that plane? That's Stone Mountain. You see that tower? That's Stone Mountain. werde mal ganz kurz... Was soll denn vergessen werden? Und wofür soll was vergessen werden? Mega Heap. Okay. Onigiri hat jetzt Mega Heap drauf. Mega Heap. Den Mega Heap. Ah, das war Geduld, richtig. Ich gehe gerade nur nochmal die TMs durch, weil ich jetzt... Donnerwelle. Kann ich direkt wieder gegen Mega Heap beibringen. Blubstrahl, okay. Mir war nicht bewusst, dass wir das TM kriegen. Schaufler. Interessant. Body Slam. Nicht so interessant.
Erholung. Potenziell interessant. Teleport. Teleport, definitiv nicht interessant. Wieso? Teleport ist nützlich, wenn du Fliegen nicht hast. Okay. Teleports behind im you. Im Kampf gar nicht. Nee, ich wollte mir jetzt keinen Kampf nicht mehr anfangen, während du da vor dich hinredest, weil... Ja gut. Guck weil dir die Folgenzeit an. Die Folge nähert sich dem Ende. Also, deswegen, leak if you leak. Sub if you want to see more. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.